Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 1. Wir befinden uns hier höchstwahrscheinlich vor einem Tor, wo ein Boss lauert. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, ob wir besiegen können. Hä? Was haben wir denn da jetzt gemacht? Haben wir die Tür gestreichelt? Das sieht schon aus wie ein Bosskampf, aber wo ist der Boss? Guck mal. Ist das vielleicht erst später oder? Oh, das ist ein Friedhof. Oh, da kommt gleich so ein Zombie oder so. Oh Gott. Ein Zombie mit einem Riesenschwert? Soll ich das Schwert anfassen? Oh Gott, das wird ein Riese sein. Oh, ein Riesenwolf. Okay. Mit dem Schwert. Okay. Okay. Ein Riesenwolf mit dem Schwert. Wieso nicht? Soll es hier alles geben? Okay. Ich denke, verteidigen brauche ich nicht. Und so fett wie er ist, würde es wahrscheinlich am sichersten sein, unter ihm zu stehen. Wo willst du denn hin? Ja, ich werde hier nicht mal getroffen. Au! Okay, ich nehme es zurück. Au, 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 au. Lass mich kurz heilen. Danke. Ah. Grauer Wolf Sif. Okay. Ob der siffig ist? Wie so ein Zombie? Au! Lass mich doch unter dich. Das ist Cheaten. Oh Gott, jetzt sterbe ich noch. Sehr viele Estos habe ich nicht mehr. Ich bin froh, dass wir noch ein paar Estos bekommen haben. Kacke. Schlechtes Timing. Ho, ho, ho. Sag mal. Ich treffe ihn nicht mehr. Der cheatet. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich habe keine Estos mehr. Nicht dein Ernst, Mann. Ich treffe ihn nicht. Okay. Er humpelt. Ich gehe auf Nummer sicher. Bund des Artorias, Seele Wolf Sif. Alter. Almkerknochen, was wahrscheinlich so viel bedeutet wie ich muss zurück. Oh. Okay. Was war knapper, als ich dachte. Frage ist, will ich jetzt noch weiter erkunden oder gehe ich zurück? Ich habe eine Idee. Erstmal mache ich meinen Lautsprecher lauter, so. Und dann ziehe ich mir etwas rein, was ich sowieso nie benutzen werde, und zwar ein göttlicher Segen. Jetzt habe ich noch Zeit, den Rest hier zu erkunden. Und vielleicht setzt hier irgendjemand einen Heiltrank ein. Das wäre so perfekt. So, wir haben hier kleine Pilze. Seid ihr... Okay. Anscheinend nette Pilze. Oder? Folgen die mir? Ne, die folgen mir nicht. Hä? Und da sind irgendwelche Riesenpilze. Und da ist anscheinend eine Truhe. Hallo, Mr. Bubastik. Okay, ich muss erst gucken, was du für Moves drauf hast. Okay. Du bist sehr langsam. Hä? Wie rolle ich denn nochmal? Achso.
Komm, schlag zu. Ich möchte hier ungern sterben. Ich höre die kleinen Pilze. Ich hoffe, die sind nicht gierig auf mich. Nein. Goldharz. Krieg ich die Truhe, ohne dass du mich töten willst? Nein. Oh mein Gott, er hat mich voll verarscht. Kleinen Moment. Nein, das war... Okay. Das war nicht richtig. Blaue Glut. Okay. Okay, 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 okay. Ich weiß zwar nicht, was ich damit mache, aber ich habe sie jetzt. Und weil ich jetzt ziemlich tot bin, hau ich ab. War mir eine Freude. Puh. Oh, das war riskant. Das war riskant. So. Glut, ne? Also entweder Arno Londo. Oder was war das andere? Gemeinde der Untoten, ne? Aber ich meine, wenn die Glut dazu da ist, um den Waffen Upgrades zu verschaffen, dann brauche ich sie ja eigentlich rein theoretisch nicht mehr, weil ich habe ja meine Waffe. Mehr will ich ja nicht. Hmm, that's a Lord Ember you have there. Ah, I know what you're thinking. Okay, er kann nichts damit anfangen. Dann möchte ich gar nichts von dir. Dann möchte ich gar nichts von dir. So, ja. Wo gehen wir als nächstes hin? Friedhof oder was? Würde ich glatt behaupten, oder? Aufsteigen. Das hat mir ja nicht viel gebracht, ne? Nee. Ich könnte Zauberei auf 10 bringen, somit hätte ich einen Zauberei-Slot. Ach nö. Schön den Leben pumpen. Alter, ich wollte teleportieren, ne? Teleport! Feuerwehr schreien! Und dann gehen wir halt Richtung Friedhof, weil das ist der einzige Weg, den ich jetzt noch kenne. Oder das Drachengebiet kann auch sein. Was hatten wir noch? Ich glaube, dazwischen gab es noch irgendwo was. Aber gehen wir erstmal zum Friedhof. Ah, das ist der Typ, der schnarcht. Hi. Hallo. No, I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Okay, kämpfen wir jetzt? Nein. Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frank. Close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate, and the very reason your kind have appeared. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Ja klar, logisch, er ist eine Schlange, er hat keine Hände. Und jetzt?
This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. Okay. Ja klar, und das riesige Ding, das hatte ich in meiner Hosentasche. Oh. Wo war der? Hä? Wo war der im Wald so ein Ding? Dann weiß ich, wo wir hin müssen. Okay, ich habe keine Seelen zum Darbieten. Dann auf nach Anolondo. Dann weiß ich, wo wir hin müssen. Hallo, Dude. Wie geht's? So you have received a revelation. Very auspicious. I hope for the best. I pray that through you, her wish will be granted. Tja, keine Feuerutensilien. Schade. Okay, da hinten war ja eine Tür. An die erinnere ich mich noch. Wo die andere ist, weiß ich nicht. Sah aus wie der Wald. Auch wenn ich da keine Tür gesehen habe. Aber naja. Bitte ignoriert mich. Ich will hier nur vorbei. Weil theoretisch müssten die ja übelst aufs Maul kriegen jetzt von mir, oder? Hallo. Au. Ernsthaft? Tschüss. Ist mir hier viel zu eng, mit dir zu kämpfen. Ganz ehrlich. Kannst du knicken, Alter. Kannst du knicken. Gehen wir doch lieber hier entlang. So, die Tür steht tatsächlich offen. Na geil. Er hat keine Schwachstelle. Wo sind die guten alten Schwachstellen von dir hin? Ich stecke in der Ecke. Was für ein Kackding. Alter. Lass mich in Ruhe. Was soll denn der Scheiß? Kommt der jetzt raus? Nee, der kommt nicht raus. Der kann nicht rauskommen. Er kann wirklich nicht rauskommen. Na gut, das dauert ewig. Ja, komm. Ernsthaft? Das ist schlimmer als ein Boss. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Okay. Okay, ich sehe schon, worauf das hinausläuft hier. Du willst ein Spiel spielen? Das Spiel? Ich kann das Spiel mitspielen. Ich kann das definitiv mitspielen. Kann ich nicht. Ich habe keine Bomben.
Nicht wie. Spielen wir halt so. Auch wenn ich gleich keine Estos habe. Ich hoffe einfach nur, dass du nicht respawnst. Mistvieh. Aber hoffentlich kommt nicht noch einer. Bitte kein Schwein mehr. Scheiße, ich sehe es schon. Hallo. Komm mit. Hey, sollst mitkommen. Oh Gott, das war der jetzt nicht so cool. Ich hab's geschafft. Na komm. Nein, nein, nein. Komm, dreh um. Ja, dreh um. Scheiße. Geh zurück. Geh zurück. Braves Mädchen. Ja, bist ein braves Mädchen. Alter, ich hoffe, die spawnen nicht wieder neu. Reiskeilerhelm. Ich muss gucken. Okay, den behalte ich. Sehr schön. Der Beweis, dass ich ihn vernichtet habe. Ich habe keine Estus mehr. Egal, ich hoffe, dass da gleich ein Bonfire ist. Ja. Gott sei Dank. Oh. Und er ist nicht da, perfekt. Oh. Puh. So, hübschen Screen für mich machen. Was seid ihr denn? Wow, die haben mich schon gesehen. Scheiße, nicht One-Shot. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das war kurz vor One-Shot, ey. Wow, 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 Freunde. Das ist mir ein bisschen zu viel. Da ist irgendwo noch ein Magier. Was ist denn hier los? Wie viele das sind? Ach, hier ist Schluss mit euch. Na ja, gut. Akzeptiert. Das ist noch so ein oller Magier, ich fasse es nicht. Okay, den Elementar da, den ignoriere ich einfach mal gekonnt.
Ernsthaft? Kannst du mich hier treffen? Der Helm ist einfach so groß. Scheiße, das macht keinen Schaden, ne? Ich muss den Bogen mal verbessern. Das ist jetzt ungünstig, dass der kommt. Kannst du woanders hingehen? Nein. So, ein kleiner Backstep für dich. Archiv des Herzogs. Oh Gott, so viele Estos habe ich noch nie verbraucht. Und Backstep. Eigentlich müsste ich Estos Flakons organisieren. Ja, komm, wir gehen nochmal zurück. Ich benutze Menschlichkeit für das Ding. Und hab dann 10 Estos Flakons. Dann muss ich die halt alle nochmal besiegen. Guck dir das an, wie viele hier rumliegen. Krank. Vielleicht sollte ich mich erstmal um den Bogen kümmern. Ich werde wohl erstmal den Bogen verbessern für die Magier, damit ich die Magier halt fertig machen kann. Und dann mal gucken, vielleicht gehe ich noch ein bisschen auf Geschick oder so. Aber ich kann hier nicht schnell hinreisen, ne? Nee, dann nicht. Waffe verstärken. Langbogen. Jetzt fehlen mir kleine Scherben. Naja. Keine Menschlichkeit, ha. Okay, benutzen wir eine Doppelmenschlichkeit. Ah, gut. Gehen wir erstmal zum Mensch, damit uns schön viele Leute PvP fertig machen können. Das wollte ich eigentlich. Deswegen mache ich keine Menschlichkeit, weil ich keinen Bock habe auf PvP. Weil ich bin so ein verdammter kleiner Kacknoob, weißt du? Und dann kommt da irgend so ein Profi und schnetzelt mich weg, ohne dass in der Nähe ein Bonfire ist. Dann ist halt die Gefahr, was ist das hier? Achso, das ist ja, um das Ding hier zurückzuholen, okay. Jetzt muss ich hier aber nochmal durch. Und der Zauberer lebt wieder. Ugh. Ernsthaft, Leute? Das ist doch vollkommen übertrieben, was hier rumläuft. Ich hab's gesehen. Schwein. Du kleines, dreckiges Schwein. Wie er sich da versteckt hat in der Ecke. Ah. Ich hätte aufsteigen können, ne? Na egal. Okay, der Bogenschütz war One-Hit. Ist da einfach noch einer?
denn los hier? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Den lassen wir mal da. Der sieht so chillig aus, oder? Erst muss ich die Guffelnase da loswerden. Okay, ich habe den Bogen verbessert, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so einen krassen Unterschied machen wird. Das gibt's doch nicht, ich treffe nicht. Jetzt kommt da die nächste Guffelnase. Ich dreh durch. Such dir ein Hobby. Ah, die sind gebufft, deswegen machen die so viel Schaden. Da freut er sich. Guckt ihn euch an, wie er sich freut. Kann er auch, wenn ich verfehle. Jetzt der Tisch im Weg. Wenn er nicht Bogenschützen, weißt du, hätte ich kein Problem damit. Wäre ich jetzt direkt auf ihn zugerannt, hätte ihm voll eins übergebraten und mich dann Keks gefreut. So, der wäre erledigt. Wir kümmern uns jetzt um diesen Elementar, der ziemlich chillig da in der Ecke steht. Vielleicht sein Freund. Vielleicht können wir mit ihm reden und handeln. Vielleicht ist das ein Schmied oder ein Magier. Wenn wir alles morgen sehen, haut rein. Euer Zero. Tschüss.